Seite. Mir ist als Mensch die immerwährende Neutralität in die Wiege gelegt worden. Ich bin 1954 geboren. Also das ist für mich, hat das so eine unglaublich große Bedeutung. Mir ist das wirklich heilig. Und als ich so mein politisches Bewusstsein ein bisschen in den 70er Jahren aufgebaut habe, habe ich eigentlich immer darauf gewartet, dass wir die Demokratie weiterentwickeln, dass wir weiterkommen in unseren bürgerlichen Rechten, ja? Dass wir direktere Referenten haben, mehr Mitbestimmung, mehr Freiheit. Mir ist diese Freiheit eben so heilig. Und ich habe mir auch erwartet, dass die Neutralität weiterentwickelt wird. Weil die Neutralität ist eigentlich genau die Aristokratie des Geistes, von der Karl Jaspers gesprochen hat. Ja? Dieses Edle, was ist die Aristokratie des Geistes? Das ist das Edle in uns, das ist das Gute in uns, das ist das, wo wir das Gewissen haben. Die UNO bescheinigt uns in den Menschenrechten. Sie traut uns zu, ja? Dass wir mit Vernunft, sagen die Menschenrechte, und Gewissen begabte Menschen sind. Und ich habe mir erwartet, dass wir das weiterentwickeln und dass wir die Neutralität ernst nehmen. Die Neutralität ist ein Versprechen, das wir Österreicher allen anderen Völkern gegeben haben. Bitte, wir haben das versprochen, wir haben jetzt kein Recht, plötzlich das unter den Tisch fallen zu lassen, weil die glauben an uns, die vertrauen uns. Wir haben gesagt, ja, wir wollen neutral sein. Und neutral sein bedeutet, diplomatisch sein, sich nicht einzumischen. Neutral sein bedeutet, die Rechte der Völker anzuerkennen, so wie es im Staatsrecht gesagt wird. Jedes Volk hat das Recht, unter eigenen Gesetzen zu leben. Das heißt, der Auftrag der Neutralität wäre für mich ein Bildungsauftrag, ja, ein sozusagen philosophischer Auftrag, um mehr Toleranz hineinzubringen in unsere zwischenmenschlichen Verbindungen und natürlich auch auf die politische Ebene, in die Diplomatie. Und das, was wir aber heute erleben oder was ich jetzt erlebe, ja, Sanktionen, Strafen. Das heißt, die Völker werden jetzt zusammengeschweißt in einer gemeinsamen Schuld. Ja? Das ist also wirklich ein Thema, das also sehr zu hinterfragen ist. Cui bono, wem nützt denn das? Wer kassiert denn diese ganzen Gelder? Und es geht gegen die Freiheit der Menschen, es geht gegen die Freiheit der großen Masse der Menschen. Und aus meiner Sicht, und da bin ich im Buch auch drauf eingegangen, also am Ende eine Vision in eine Bürgerdemokratie hinein würden wir brauchen, großen Nutzen oder die große Chance drinnen sehen, an einem Austritt, ja, aus der Europäischen Union. Aus meinem Gedankengut ist das, lass die, die die Macht haben wollen, die das Geld an sich reißen wollen, die Militärmächte aufbauen wollen, lass sie dort stehen, wo sie stehen. Wir können Menschen, die auf diesem, ich sage jetzt mal, Trip sind, was wollen wir mit denen? Ja, da kannst du diskutieren, wie du willst. Die haben sich so mächtige Apparate aufgebaut und die agieren, ja. Das Einzige, was wirklich hilft, ist, dass man diese Menschen untereinander lässt, ja, dass man sagt, macht, was ihr wollt, aber ohne mich. Und dieses neutrale Österreich hätte eigentlich genau die beste Voraussetzung, zu sagen, wir wollen unsere Neutralität hüten, wir wollen ein Vorbild sein, auch für andere Staaten, für andere Länder. Ich habe es, wie ich im Alpenparlament in der Schweiz war, mich haben einige Schweizer angesprochen und haben gesagt, mein Gott, Frau Kollern, das ist ja so wichtig, ja, dass wir die Neutralität wirklich auf einem ganz anderen Bewusstseinsstand uns wieder vor Augen führen. Und in der Konferenz von Messina wurde unter Vorsitz des damaligen belgischen Außenministers Henri Spaak die Grundlage eben dieser Verträge ausgearbeitet. Hinter beiden Verträgen spannte aber Jean Monnet mit großer Geschicklichkeit die Fäden der Verhandlung.
Und nun muss man aber wissen, dass dieser Jean Monnet, der die rechte Hand oder der Flüsterer vom Spark war, das war ein Wall Street Banker. Ja? Also wen wundert dann heute diese Entwicklung, die das Ganze genommen hat? Das war ein Wall Street Banker. Und der hatte da bei der Gründung eigentlich dieser Verträge ganz stark seine Finger im Spiel. Und schließlich kam es zum Luxemburger, zur Luxemburger Vereinbarung, auch Luxemburger Kompromiss genannt. Und sie besagt, und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir da ein bisschen hinschauen historisch. Wenn ein Land wesentliches, also sehr wichtiges Interesse an dem Nichtzustandekommen einer Rechtsetzungsakte der Europäischen Union anmeldet, muss die Erörterung im Gesetzgebungsverfahren des Rates fortgesetzt werden, bis ein einstimmiges Einvernehmen erzielt worden ist. Es können also Mehrheitsentscheidungen im Rat nur dann durchgeführt werden, wenn ein Mitgliedstaat damit einverstanden ist. Und dieser Luxemburger Kompromiss war eigentlich als Schutz gedacht für nationale Rechte. Ja? Dass nationale Rechte nicht ausgehebelt werden, sondern dass eben nicht einfach darüber gefahren wird mit einer Mehrheitsentscheidung, wie es ja so oft in der Politik sonst der Fall ist. Und es wurde dann aber leider, das sehen wir heute in der gängigen Praxis, so gedreht, dass ein Nein nicht mehr akzeptiert wird. Ja? Und es wird eben weiter verhandelt und weiter verhandelt und weiter verhandelt, bis man denjenigen, der etwas anderes will, aber so weit hat, wie er da mitmacht. Und das ist auch eindeutig ein Verstoß gegen das Grundrechteprinzip, dass eben ein Ja, Demokratie, der Ausdruck der Wille, der Freiheit, muss sowohl ein Ja als auch ein Nein zulassen. Und die große Gefahr in dieser Art von Denkungsweise, weil das ist ja eigentlich eine Problematik des Denkens, ja? Es ist eine philosophische Problematik aus meiner Sicht, mit der wir es da zu tun haben. Da ist ein Gedankengang, sind Menschen, die sagen, ja, man muss unbedingt einen Kompromiss machen. Ja? Und man muss unbedingt diese Gemeinsamkeit haben. Und man muss unbedingt eine große Mehrheit und eine große Masse unter einen Hut bringen. Aber wohin führt uns das? Das führt uns in Monokulturen. Wir sehen es ja auch, das hat Auswirkungen auf alles. Die kleine Landwirtschaft verschwindet. Ja? Es gehen nur noch große Fabriken, industrielle Dinge. Diese Art von Denken zerstört Individualität. Ja? Die Arbeit macht dann Spaß, wenn wir kreativ sein dürfen, wenn wir Vielfalt leben dürfen. Und wir wissen es aus der Psychologie, wir wissen es aus so vielen Bereichen unseres Lebens, dass das ja das Gesunde ist. Ja? Die monotone Arbeit, was macht sie mit uns? Sie stumpft uns ab. Ja? Und der Mensch versucht sich dann eben irgendwie zu befriedigen oder ergreift in irgendwie die Flucht. Ja? Sei es jetzt dass er sich irgendwelche Süchte oder Kaufsucht oder Hobby oder was weiß ich zulegen muss. Und kommt weg vom Selbertun. Und das, was so bedenklich ist dabei, ist, dass wir dann nicht verstehen, dass wir dadurch ja auch die Freiheit verlieren. Wir verlieren das Wohlergehen. Ja, wir verlieren wirklich das Wohlergehen dabei, selbst aktiv zu sein. Jeder von uns weiß, oder ich in meinem Leben, ich weiß das sehr gut, oft hat ein Mangel oder wenn ich wenig Geld hatte oder so, das hat mir erst recht kreativ gemacht. Da sind ja oft die besten Lösungen gekommen und ich habe gebastelt und gemacht und getan. Und das aus dem Berufsleben jetzt herauszunehmen, wie es ist, wie diese 100.000 Verordnungen, die da kommen, wo alles gleich gemacht wird für 500 Millionen Menschen, über die ganze EU drüber, das zerstört Volkstum, das zerstört Volksbrauch, was wir ja so lieben, und das zerstört die Vielfalt. Ja? Und das finde ich schon sehr bedenklich.
Eine Politik, in der Integration und Konsens zur Bedingung werden, die nicht in Frage gestellt werden darf und die als alternativlos bezeichnet wird, ist eine beginnende, schleichende Diktatur.